Wir machen uns auf den Weg nach Versmold über Bockhorst. Der Kollege vor uns hat sein Schlafzimmer immer dabei und es ist erstaunlich, wie hoch das Korn schon steht. Klatschmohn, immer wieder schön. Wir fahren unter einem sehr schönen blauen Himmel. Heute sind massenhaft Radfahrer unterwegs. Aber klar doch, wir haben Pfingstmontag und jeder nutzt dieses schöne Wetter aus. Unsere Tour führt uns am Wasserschloss Tatenhausen vorbei. Jetzt sind wir in Hörste. Einen Truthahn habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Margeriten am Wegesrand. Und der Himmel wird sogar noch blauer. Ein Storch setzt zur Landung an und trifft seine ganzen Kumpel. Als wir in Bockhorst ankommen, muss natürlich zuerst Tante Hedwig begrüßt werden. Ihr Blick ist streng wie seit eh und je. Und schon sind wir im historischen Stadtkern von Bockhorst. Ein Steyr-Puch-Moped, dann einen ersten Kaffee in Emils Wirtshaus, bevor es weitergeht nach Versmold. Komoot führt uns durch sehr schöne Natur. Dann sind wir an unserem Ziel im Eiscafé in Versmold. Wir treten den Rückweg an und sehen schon da oben, oh je. Und erwartungsgemäß werden wir vom Regen nicht verschont. Aber es könnte heftiger sein.
jetzt wird der Regen etwas schlimmer. Der Regen verdampft auf der Straße. Und trotz des Regens sind wir happy, es war eine richtig schöne Tour.